In diesem Video. Warte mal, ich warte, Tentara. Ich glaube, der Tentara kann ich noch mitnehmen. Beat abhaut. Du wirst gefangen. Du kommst in meinem Besitz. Hast du dich mal gefangen? Weiß ich nicht. Nö. Friss meinen Hyperball. Aber ich bin nicht ganz dort gehabt. Moin Freunde und damit herzlich willkommen wieder zurück zu Pokémon Purpur mit Robin. An der Stelle sind wir jetzt schon kurz vor der nächsten Stadt und können uns bald an den Arena-Leiter wagen. Und heute roll ich irgendwie das R, aber richtig hardcore. Und jetzt ist halt noch die Sache, ich hatte schon gesagt, was ich mir bei Pokéday vorstellen könnte. Was glaubst du denn, was kommen könnte? Also ich hab jetzt, das hatten wir beim letzten Part ja, miteinander besprochen. Liebe Zuschauer, wer das nicht gesehen hat, kann gerne die Playlist anschauen, die in der Infokarte verlinkt ist. Jedenfalls schätze ich tatsächlich auch dasselbe wie du. Warte mal, sieht der in der Mitte anders aus? Oh mein Gott, das ist ein ist das ein fucking Schein? Nein. Bist du sicher, das ist gelb? Ach, also du meinst gerade, dass Pokémon das abhaut. Das Nein! Das war, glaube ich, das gemeint. Ne, du musst mal mit runterspringen. Normalerweise ist es noch da. Ist weg. Okay, nein. Es war kein Shiny. Ich glaube schon, dass es Shiny. Halt den Maul, Alter, bitte. Rubin, bitte tu mir das jetzt nicht an. Ich bin sauer. Warum hat dieses andere Vieh einfach... Wieso ist das nicht stehen geblieben? Ich hab nicht gedacht, du hast das gemeint, was... Nein, es war gelb, Junge! Es war fucking das gelb! Das hab ich gesehen! Rubin, kannst du vielleicht zufälligerweise im Internet nachschauen? Und bitte sag mir nicht gelb. Es ist pink. Oh! Alter! Die Variante ist pink. Dankeschön. Alter, ich hatte jetzt echt Angst gehabt. Da wollte ich schon gerade sagen, ich kann nicht so viele Shinies jetzt auf einmal sehen. Also die komplette Entwicklungsreihe ist pink, sagen. Gut. Dann wüsste ich nicht, warum das gelb war. Vielleicht war es nicht so sehr Sonnen wie die anderen Pokémon. Wahrscheinlich. Wir kennen doch das Spiel. Ja, der echt, also ich bin ehrlich zu dir, Rubin, ne? Ich hatte wirklich Angst gehabt jetzt. Ja, ich hatte auch so. Ist das jetzt echt schade, weil Pause das halt wirklich seltsam aus. Es sah halt wirklich seltsam aus, so richtig mit unterschiedlicher Farbe und alle drum und dran. Ich dachte jetzt, nee, das kannst du jetzt nicht antun. Doch, siehst du. Schluck weg. Typ Bohnen, Fragezeichen? Nee, ne? Gift. Ja, müsste Monotyp Gift sein. Ist ja auch egal, jedenfalls, Flo wird es auf jeden Fall weghauen. So, jetzt aber nochmal zurück zum Thema. Ich stelle mir dasselbe vor und habe tatsächlich keinen Verdacht darauf, dass wir auf jeden Fall irgendwann neu zu einem neuen Pokémon-Spiel bekommen. Ich denke mal, das wird erstmal die Weile so bleiben und ich schätze mal, vielleicht werden wir nicht nur das DLC bekommen, vielleicht auch noch ein paar weitere Raids ankündigen und so. So Kleinigkeiten halt. Das stelle ich mir vor. Ja, du bist die Dungeon-Sat, könnte ja ein neues sein. Legen. Pokémon Snap ist in den Hinsicht ja tot. Hm? New Pokémon Snap war ich gerade überlegen, aber in der Hinsicht ist ja New Pokémon Snap tot. Also, wenn da was Neues kommt, GG für dich, Rubine, kannst du gerne. Ich bin kein Snap-Fan. Ich weiß, dass du kein Snap-Fan bist. Das ist so, als würde ich Snapchat in Real Life machen. Mal, ist das dein Traumato? Guck mal, weil ich aber sowieso nicht game, auch wenn ich mich darüber freuen würde. Gut, wäre auch nicht mein Game. Aber ich würde mich freuen, wenn nicht so viel meine Games kommen, weil sonst müsste ich so viel Let's Playen, und ich will aber gerne auch andere Dinge Let's Playen und nicht nur neue Spiele.
Und da ist man dann immer so zwiegespalten. Nehme ich jetzt das neue Spiel auf oder das alte Spiel? Oder spiele ich wie Rubin einfach 5 Jahre lang ein Pokémon-Projekt? Ja, mach das doch. Das macht Spaß. Immer total Spaß. Ich glaube, ihr als Zuschauer da draußen würdet euch nicht verarscht fühlen, oder? Wenn ich jetzt 5 Jahre lang ein Pokémon-Let's Play haben würde. Oder ein Mario-Let's Play, was jeden Monat eine Folge kommt. Oder jedes halbe Jahr eine Folge. Nein, ich fühle mich da noch nicht verarscht. Nein, gar nicht. Überhaupt nicht, Rubin. Ach, die sind hoch. Denkst du denn dabei? Du denkst ja nur das Schlimmste an deinen Zuschauern. Nee, das Schlimmste denke ich nicht. Ich hoffe nur, dass die Leute denn nicht denken. Oh ja, das würde ich feiern. Denn, habe ich Angst. Knackse kann Donnerzahn erlernen? Ja, na klar. Er hat dort Zähne. Ich glaube, ich muss ein paar Scheinüchse verprügeln. Warum? Ich will doch was anderes. Ich habe zu viel ausgegeben. Ich bin pleite. Also so wie immer. Ich habe so viel für Beulenhelm und so einen Scheiß ausgegeben. Ja, Rubin, das wird nur eine Zeit dauern, im Übrigen, bis ich in die Stadt komme. Ja, ich... Ich hab noch mal auf die Karte geguckt, ich muss ja noch eine ganze andere Hälfte machen. Oh, Alter, ein Snobili-Kart! Lass dir Zeit. Boah, ganze Schild, Leute, ne? Ganz hier Schild. Geschmeidig, mit Meteorologe und Level 45er Vanni rennen wir hier durch. Ja, okay. Ist in Ordnung, die Attacke. Wenn ich Hundemonster selbst... Haha, Snobili Catch! Da tickt, mein Freund! Ja, sich über Wadi jetzt richtig freut. Ja, Mochen ist schon vergessen. Er liegt in seinen Urlaubsferien. Oh, ich glaube, ich muss die anderen mal trainieren. Leveltechnisch ouchen. Mein schlechtestes ist jetzt 43. Ich komm sowieso nicht mehr bei dir rüber. Der nächste Kampf ist dann auch wieder Level 50 für alle. Danach kommt dann Rubin unsere normalen Level. Dann wieder Level 50. Und bei der Liga, nach der Liga machen wir ja noch einen Kampf. Da werden es dann unsere normalen Level sein. Willst du mich umbringen? Ja. Ja, Rubin, möchte ich. Leute, ihr habt und am besten nehme ich noch mein Shiny-Team mit. Ihr bekommt das doch alle mit. Er will mich umbringen. Also, so würde ich es jetzt nicht behaupten, aber ich würde schon sagen, ich möchte dich gerne besiegen und der Champ werden. Er will mich platt machen. Und der Champion. Ich glaube, vorher muss ich mal von alle mal rüberpacken. Ah ja, genau. Deine Level 80er holen. Ja. Ja, verstehe. Ja, nein, ich nehme noch nicht mal ein anderes Team. Das sind ja alles neue Pokémon. Ich darf ja nur die alten nehmen. Aber dann werde ich einfach die neuen, also das Team, rüberpacken. Mit Sonderbonbons und sowas voll fressen. Dann, let's go. Ja. Du hast damit angefangen, dass deine Level gelten. Ja, meine Level gelten immer. Kannst du auf jeden Fall gerne machen, Rubin. Ich bin bereit. Du bist bereit. Bereit. Oh Gott. So. Ich bin jetzt... Oh Mann, ich drücke immer die falsche Taste für die Karte. Hier hinten, das heißt hinter dem Gebirge, machen wir jetzt mal kurz den Abstecher und gucken und nehmen alle mit. Hier haben wir die Mäuschen.
Also die Mäusen, bin ich ehrlich, die würde ich nie im Shiny sehen, weil, nee. Die sind ja auch. Die sind echt kacke mit Shiny. Nur ihre Brust anstatt pink-blau gefärbt. Wer zum Teufel sieht das bitte? Am meisten, die sind nur gute Supporter. Ja, eigentlich Müll-Pokémon. Heulenknödel habe ich erlernt, bekommen. Als Attacke. Wird sie auch interessant an. Ja, ich sprühe dich mit Pollen voll, Rubin. Ja! Kann nicht jeder. Na, freust dich schon im nächsten Kampf. Hm. Pollenknödel, Toxin. Dennoch das Eisdrachenmon hole ich mir. Dass ich rasieren soll. Oh nein, Lea kann ja schon wieder nicht flüchten. Nein, Lea, du sollst flüchten! Alter, ich hab mit dir beiden zu kämpfen, Lea. Ist mir egal. Lea, flüchten. Beine in die Hand und rennen. Lea, nicht flüchten. Lea, besiegt werden. Sehr gut. Nee, nächster Lea besiegt werden. Lea, gut. Lea, ich brauchen. Lea musste wenigstens noch einmal nerven mit Toxin. Nein, das macht sie. Lea ist sie. Oh nein, Lea muss. Findest du Toxin auch angenehm? Nein. Viele andere. Warum Toxin ist toll? Nee. Wieso nicht? Nee, will ich nicht. Aber Rubin. Oh, ich hab Nebelsamen bekommen. Ja, was denn? Müssen so noch gelevelt werden, bis du überhaupt irgendwas kannst. Warte mal, ich warte, Tentacher. Ich glaube, der Tentacher kann ich noch mitnehmen. Beat abhaut. Du wirst gefangen. Du kommst in meinem Besitz. Hast du es nicht mal gefangen? Weiß ich nicht. Nö. Friss meinen Hyperball. Aber ich nicht ganz was gehabt oder so. Hab ich das? Oh. Das wäre jetzt schlecht. Jetzt hab ich's gefangen. Mann, wie soll man sich so viele Pokémon im Kopf behalten, Junge? Das Spiel ist so groß, dass man das nicht mal im Kopf behält. Für Bodenpflanzen übrigens. Ich hab's dann übrigens noch nicht mal gesehen gehabt, das Pokémon. Witzig. Ne, gut gesehen heißt ja nichts. Du hast es ja gerade gefangen. Ja. Kristall voll Rubin, Alter. Nee. Ah, doch. Junge, ich finde nur deine Rubine hier in der Nähe. Kristalle, jetzt geht's los. Findest meine Rubine. Ja. Fängt ja gut an. Oh, nochmal ein schönes TM. Agility da. Ich werde mein Piaro Hyperstahl beibringen. Ja, okay, Hyperstrahl ist zwar. Hört sich zwar über krass an, aber ist eigentlich kacke. So. Ja, siehst du, warum nimmst du denn? Weil ich für mein Piaro noch irgendeine Attacke brauche. Wie wär's mit Flügelschlag? Oder Ruheort? Wenn ich sowas besitzen will. Ja, wie wär's mit TMs craften? Ich habe zu wenig LP-Punkte dafür. Wie kannst du zu wenig dafür haben? Ich habe eine Million gefühlt. Ich habe doch gesagt, ich habe zu viele Beulenhelme und so gekauft. Alter, was willst du denn mit dem Stuff? Weiß ich nicht. Das ist Rubin-Logic. Rubin-Logic auf anderem Niveau. Sternschnauer bei. Bei Piaro kann der Sternschauer. So, nur noch ein Viertel und dann haben wir das komplette Gebiet durch hier. Alles durchgenudelt. Und wir sind nicht 3 Stunden schon hier am Aufnehmen.
Bitte, Rubin. Ich kann da auch nichts für. Sagte der Ebene, die so riesig ist. Weißt du, und ich sagte so, ja, in zwei Parts wird's easy. Haben wir easy durch. Mhm. Da ist ein Kackpilz. Wir haben noch das Größere vor uns. Oh, Alter, das ganze Wassergebiet, ne? Das wird so schrecklich, Rubin. Das wird so schrecklich. Und das Schneegebiet auch. So, wir kämpfen gegen den Normaltrainer. So, ich sollte mal ein bisschen heilen. Nur ein Pokémon hat, was ist eine, Was ist mit was? Nee, ich habe nur ein Pokémon, was eine Kampfattacke kann. Ja, ich habe kein Pokémon, was eine Kampfattacke kann. Und ich habe sogar einen Kampf-Pokémon. Enteron kann eine Kampfattacke. Wer steht denn? Fußkick? Ja. Das war so klar. Wir gehen nicht mehr noch rein. Ha! Sneeve habe ich in Shiny, du Loser! Rotom nehme ich noch mit rein. Oh, Eissturm ist gar nicht gut. Wow! Hä, welches Level ist der? Der hat ja jetzt gar kein Damage gemacht. Oh, Sengo. Ja, wäre natürlich Typ normal am besten. Kampf. Habe ich nicht. Da Sengo aber den Typen normal besitzt, kann man mit Geist Pokémon Niki definitiv genug Schaden raushauen. Schweige, welches Level sind die? Wenn die Level 32 sind, hätte ich auch drin bleiben können. Ja, okay, alles klar. Wir sind leicht unterlevelt, Leute. Ich bin auf 38. Und ich bin auf 48. Merkt ihr irgendwie einen Unterschied, Leute? Nee, finde ich gar nicht. Ist eigentlich fast gleich identisch Level. Ey, beide haben eine 8 hinten. Merkt ihr irgendwie, wir sind noch nicht bei dem Normal-Arena-Leiter. Ja, komm, manche waren beim Normal-Arena-Leiter, da waren sie Level 70. Bitte, einer in den Kommentaren muss jetzt schreiben, du warst Level 70, als du da warst, bitte. Einfach, um für Rubin schon zu beweisen. Oh, da ist ein Pokéball. Pokéball, sag ich schon. Und mal ein schönes Item. Ich hab schon gesagt, da ist noch ein neues Pokéball. Ein Shiny Mewtwo! Erstmal fangen. Ja! Aber ist ein Mewtwo! Ja, na klar. Hallo? Gibt überall das Mewtwo. Ja. In deinen Träumen. Schau mal vor, das kannst du später als Randomizer spielen. Dann kommt da wirklich so ein Shiny Mewtwo. Sicherlich schon einige, die ja sich dran gesetzt haben. Es gibt bestimmt auch schon welche, die das Spiel schon so programmiert haben. Ja. Halt, stopp! Du brauchst mir... Nein, du brauchst ja einen hinterherkommen, du Krähe! Was flüsterst du? Ich flüster gerne! Oh, Alter, du... Also... ASMR-Stimme schon mal verkackt. Weißt du, versuchst zu flüstern, dann wenn man. Geiles Flüstern. Es tut mir leid, dass ich krank bin und deswegen letztes Mal nicht mit aufnehmen konnte. Ah, ja, das war so schön. Also nicht, dass du krank bist, aber ich finde das schön, dass deine Stimme so herb ist. So. Kretzen so schrecklich dich anhört. Das hast du jetzt gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass es dich schrecklich anhört. Leute, hört es doch nicht. Das ist schrecklich an, oder? Hört sich ganz normal an. Nein, meine Stimme hört sich schrecklich an, das weiß ich selbst. Ja, du hörst sie einfach nur an, als ob du verschnupft wärst. Ich bin auch verschnupft. Ich bin immer verschnupft. Okay, das war jetzt schon ganz schön laut. Das war ja schon fast in meinem Ohr. Deswegen sage ich ja nicht. Oh nein! Oh Gott, danke, Lea. Was? Ja, Gesang von Altaria wollte ich jetzt nicht haben, du. Ach so, Gesang. Ja, Gesang ist eklig. Ja, aber Gesang, dann schläft man immer ein. Und einschlafen nicht gesund für die Haut.
Kamalm. Ja, YOLO. Da würde ich sagen, machen wir eine Samenbombe. Die guten alten Samen sind am Start. Alter. Rettet mich aus diesem Mordkeller. Rettet mich einfach mal. Keiner wird dich erhören, Rubine. Ich verstehe schon, warum Hades umgezogen ist. Hat die mir auch nichts genützt. Der Mann, ihr müsst alle, ihr habt genug Verträge unterschrieben. Ich weiß. Der meldet sich ja auch freiwillig für eine Runde TTT zum Aufnehmen. Hey, TTT ist toll. Ab und an mal. Weißt du, wie viele Folgen wir das schon aufgenommen haben? 22. Tatsächlich, habe ich schon. Geben? 10, glaube ich. Die restlichen 15 kommen noch oder 12. Freigegeben, also, das heißt zum Schauen. Ja. 10 Folgen sind schon. Ja. Mindestens, wenn die sogar mehr. Ich gucke mal nach. Ich habe die Folgennummer nochmal. Also, ich habe die aufgeschrieben in der Beschreibung, aber nicht drin im Titel. Weil ist ja kein Let's Play, wäre ja auch ein bisschen weird bei so einem Spiel. Gucken wir mal. The Chrissy. Playliste. Liste 22. Ja, dann sind 22 Folgen, habe ich schon insgesamt. Ja, aber es sind nur 6 Folgen freigegeben. Ja, gut, okay. Ja. Ich glaube, du hast falsch geguckt oder so. Nein, ich bin gerade in der Playlist drin. Und ich komme hier nicht weiter. Und hier steht 16 nicht verfügbare Videos werden nicht angezeigt. Ja, Rubin, ja. Ich glaube, Folgen die Krankheit, die kickt bei ihr ganz doll. Ich frage mich, bei wem es noch mehr kickt. Bei mir kickt alles. Vitamine, Inflatine. Lass dich mal weiter in deiner Traumwelt leben, wo du keine Shiny findest. Ey, lass die Shiny aus dem Spiel, dann lass ich dich aus dem Keller. Du lässt mich sowieso nicht aus dem Keller. Das stimmt allerdings. Siehste? Ja, dann lass den Shiny, ne? Shiny sind toll und so. Ich finde, du solltest auch mal Shiny handhaben. Hab ich schon. Innerlich. Du hast noch nie jemand Shiny gehandelt. Du hast immer nur, ah, oh, ich habe ja ein Shiny auf einmal gefunden. Ah, oh, ich habe ja noch ein Shiny gefunden. Und da ist ja noch ein Shiny. Ja. Ja, ja, Shiny handeln. Mhm. Leute, 50 Likes dafür, dass Rubin denn nachher Shiny handelt. Möchte ich sehen. Was ist, wenn es passiert, Rubin? Das wird erst in 5 Jahren passieren und dann sind wir schon längst in den anderen Pokémon-Generationen. Ja, was aber, wenn es passiert, Rubin? Ja. Dann habe ich schon Shiny gehandelt. Nee, dann wirst du schön Shiny handeln. Ich sehe mich da. Ey, dich da. Ja, nein, Leute, nein, Rubin, denn nicht ich. Ich mach's schon. Wir sehen sie dabei. Ja, du machst Eier ausprüfen. Ja, ist doch schon Shiny Hunten. Ich mach's sogar schwerer, als du das machen müsstest, ja. Du musst nur irgendwelche, vor allem nur irgendwelche Sandwiches zusammenfuchteln. Und dann kriegst du schon die Haufenweise an Zombies. Ich setz mich dann mit Winnie zusammen. Ja, genau. Winnie, Chris hat 50 Likes bekommen. Keine Ahnung, wie er das geschafft hat, aber ich muss jetzt mal Shiny handeln. Sag mir das schon einfach wild. Für Shiny, was man finden kann. So, Rubin. Ja? Ich würde es jetzt dir sagen, aber ich bin durch. Leute, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, ich habe irgendwas bekommen und ich habe es überlesen. Eol.
Hein, und nächste Folge kriegt ihr dann den erstaunlichen Kampf gegen den Normal-Arena-Leiter dieser Stadt. Wenn dieser auch Zeit. Da bleibt, nicht wieder gelöscht wird, in deinem Schreibprogramm. Ich werde erstmal schon mal schön speichern früher. Weil nicht, dass das wirklich passiert. So, also bis denne und ciao. Ciao, ciao.